Schock für alle Comic-Fans. Marvel entlässt Kang-Darsteller Jonathan Majors und plant nun, den nächsten Avengers-Film umzubenennen. Der von Majors verkörperte Superschurke Kang galt als einer der vielversprechendsten Charaktere des aktuellen MCU und sollte eine zentrale Rolle in den kommenden Filmen spielen. Dies dürfte sich jetzt als äußerst schwierig erweisen. Majors stand vor Gericht, da ihm Körperverletzung und häusliche Gewalt vorgeworfen wurden. Nun wurde er in 2 von 4 Anklagepunkten für schuldig befunden. Es droht eine Haftstrafe von bis zu 1 Jahr. Wie The Hollywood Reporter berichtet, trennte sich Marvel daraufhin endgültig von dem Schauspieler. Fans stellen sich jetzt die Frage, wie es mit dem MCU ohne Jonathan Majors als Kang weitergehen soll. Einerseits besteht natürlich weiterhin die Möglichkeit, die Rolle neu zu besetzen. Dies wäre mit Sicherheit die einfachste Lösung und keine Neuheit in der Welt von Marvel. So schlüpfte beispielsweise Mark Ruffalo in die Rolle des Bruce Banner, nachdem es zu kreativen Differenzen zwischen der unglaubliche Hulk-Darsteller Edward Norton und Marvel kam. Auch Don Cheadle stieß erst später zum MCU dazu. Seine Rolle wurde im allerersten Iron Man-Film noch von Terrence Howard verkörpert. Die andere Möglichkeit besteht hingegen darin, den Fokus auf einen komplett neuen Bösewicht zu richten, der Kang beerben könnte. Vor einiger Zeit geisterten bereits Gerüchte durchs Internet, dass Marvel offenbar Dr. Doom als neuen Antagonisten aufbauen will. Die interne Umbenennung von Avengers The Kang Dynasty zum schlichten Avengers 5 und die Verpflichtung von Loki-Autor Michael Waldron könnten Indizien dafür sein, dass Marvel diesen Weg verfolgen will. Nach derzeitigem Stand soll Avengers 5 weiterhin am 29. April 2026 in den Kinos erscheinen. Ob das Startdatum aufgrund der aktuellen Situation wirklich eingehalten werden kann, bleibt fraglich.